Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag ein Tag, ein Wort. Heute möchte ich etwas näher auf Rebekka eingehen. Der Bibelvers dazu stammt aus dem 24. Kapitel der Genesis. Sie segneten Rebekka und sagten zu ihr: Du, unsere Schwester, werde Mutter von 1000 mal 10.000. Rebekka ist nach Sarah die zweite der vier Erzmütter des Volkes Israel. Und genau wie Sarah kommt auch ihr eine bedeutende Rolle in den Erzählungen der Erzeltern zu. Sie ist die Ehefrau Isaaks und somit die Schwiegertochter Sarahs. Ihre Geschichte beginnt damit, dass Abraham seinen Knecht auf Brautschau schickt für seinen Sohn Isaak. Die gesuchte Frau muss zwei Kriterien erfüllen. Zum einen muss sie aus der Verwandtschaft Abrahams stammen, also aus seinem Heimatland. Und zum anderen muss sie bereit sein, mit in das Land zu ziehen, das Gott Abraham und seinen Nachkommen verheißen hat. In Mesopotamien wird Abrahams Knecht fündig. Er sieht Rebekka, wie sie am Brunnen Wasser schöpft, und erkennt sie als die Richtige. Rebekka ist auch bereit, ihre Heimat zu verlassen. Sie tut dies auf Gottes Verheißung hin und mit dem Segen ihrer Familie. Dabei ist es schon eher ungewöhnlich, dass sie als Frau von Anfang an frei ist in ihrer Entscheidung, ob sie Isaak heiraten möchte oder nicht. Isaak und Rebekka gehören zu den wenigen Ehepaaren in der Bibel, von denen ausdrücklich erwähnt wird, dass sie sich lieben. Und bei den beiden handelt es sich sogar um Liebe auf den ersten Blick. Ähnlich wie bei Abraham und Sarah ist auch hier in dieser Beziehung die Frau, Rebekka, die eigentlich Handelnde. Sie übernimmt bereits bei ihrer ersten Begegnung mit Isaak die Führung, während Isaak eher passiv bleibt und sich von Rebekka über den Verlust der Mutter hinwegtrösten lässt. Auch Rebekka hat ihre eigene ganz persönliche Gottesbeziehung. Das zeigt sich schon während ihrer Schwangerschaft mit den Zwillingen Esau und Jakob. Als sich die Brüder schon im Mutterleib streiten, scheut sie nicht davor zurück, direkt zu Gott zu gehen und ihn zu befragen. Und Gott gibt ihr zur Antwort, dass nicht Esau der Erstgeborene, sondern der jüngere Sohn Jakob, der von ihm Erwählte ist. Rebekka handelt also ganz im Sinne Gottes, als sie im Erbstreit der heranwachsenden Söhne Partei für den jüngeren Jakob ergreift. Sie schmiedet einen Komplott, um ihren alt und blind gewordenen Ehemann Isaak zu täuschen. Und so erhält eben nicht der erstgeborene Esau das Erbrecht und Isaaks Segen, sondern der jüngere Sohn Jakob. Auch hier finden wir wieder Parallelen zu Rebekkas Schwiegermutter Sarah. Denn genau wie Sarah greift auch Rebekka aktiv in die Erbfolge der Familie ein und stellt so sicher, dass Gottes Verheißung in Erfüllung gehen kann. Wieder ist es also eine Frau, hier Rebekka, die eine entscheidende Rolle in den Erzählungen der Erzeltern einnimmt. Und sie verkörpert dabei eine Person, die als Frau ihrer Zeit von Anfang an frei ist in ihren Entscheidungen und selbstbewusst und mutig auf Gottes Verheißungen vertraut.